Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erstelle ein Sim-Video. Heute erstellen wir Familie Hopkins und ihr hattet euch schon vor längerer Zeit einmal gewünscht, dass ich mal eine Familie erstelle, die nicht so viel Geld hat, da in letzter Zeit ich doch einige Familien erstellt habe, die ja teilweise reich waren, teilweise einfach auch zumindest keine Geldsorgen hatten, sagen wir mal so. Und ja, in so einer Stadt können natürlich alle möglichen Familien wohnen. Also erstellen wir hier mal eine Familie, die jetzt nicht in Saus und Braus und Luxus wohnt. Hier erstellen wir gerade die Mutter der Familie, Emma Hopkins. Und sie wohnt mit ihren beiden Kindern und dem Hund in einem der Starter-Apartments am Modeviertel. Das kommt, wenn alles nach Plan läuft, am Sonntag. Und sie möchte eine Supermutter sein, ist familienbewusst, ordentlich und eine Insiderin. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass sie, als ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist, eben alleinerziehend war lange Zeit und sie aber zunächst mal mit ihren beiden Kindern irgendwo auf dem Land gewohnt hat, vielleicht in einer kleinen Stadt oder in einem Dorf. Und dass dann ihre Arbeitssituation sich da sehr verschlechtert hat, also dass sie entweder ihre Arbeit verloren hat oder vielleicht auch, dass da, wo sie angestellt ist, dass irgendwie das Unternehmen große Probleme hatte und deshalb sie nicht mehr richtig bezahlt werden konnte, was auch immer. Und dass sie dann sich ohnehin eine neue Arbeit suchen musste und dann für ihre Kinder in die Großstadt gezogen ist, denn ihre Tochter, die wir gleich noch erstellen, die ist ein Genie und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in der Stadt eine besonders gute Schule gibt, auf die sie ihre Tochter schicken wollte und dass es vielleicht auch für ihren Sohn bessere Fördermöglichkeiten dort gab und ja, dass sie deshalb mit ihren Kindern in die Stadt gezogen ist, dass sie da eben eine neue Arbeit gefunden hat, aber dass sie da eben so ein bisschen wieder von Null anfangen muss, vielleicht auch, dass der Umzug in die Stadt sehr teuer war und dann ist sie eben auch alleinerziehend mit zwei Kindern. Also deshalb lebt die Familie jetzt nicht gerade in Saus und Braus, aber ja, ich denke, sie kommen schon über die Runden. Ich wollte jetzt trotzdem kein Apartment bauen, was irgendwie super siffig ist und irgendwie total dreckig und alles ist kaputt und so, sondern ich wollte es schon schön einrichten, nur eben dann in kleineren Verhältnissen und eben doch mit günstigeren Objekten. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann auch mal so ein richtiges Gammel-Apartment zu bauen, aber ich glaube, das würde ich nicht in der Let's Build San Myshuno-Reihe machen, wo wir ja im Moment dran sind, weil ich weiß nicht, das soll ein Myshuno, was ich mir vorstelle für unser Apartment Nummer 4 Let's Play, da sollen alle irgendwie saubere Wände haben und ja, kein Schimmel und so. Und deshalb habe ich das hier nicht gemacht. Ich habe allerdings auch die Kinder ohne Probleme, also die Familie ohne Probleme, ohne Cheats in das Apartment einziehen lassen können. Das heißt, vom Budget her passt es trotzdem sehr gut. Ich finde hier, Emma sieht man teilweise noch so ein bisschen von ihrem Kleidungsstil an, dass sie jetzt nicht gerade aus der Großstadt kommt. Ich würde sagen, sie ist teilweise ein bisschen förmlich, ein bisschen praktischer vielleicht in ihrer Kleidung und jetzt aber nicht gerade so hochmodern, wie ich das jetzt schon bei anderen Familien gezeigt habe. Und auch von den Sachen, die sie an förmlicher Kleidung trägt, das ist jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel Ophelia Noir oder auch der Mutter von Familie Webster, ich glaube Jolene hieß sie, es ist nicht so dieses hochelegante Förmliche, dieses sehr polierte, sondern es ist wirklich eher ja so als Kleidungsstil an sich, aber so ein bisschen, ja, bisschen weniger luxuriös vielleicht. Hier erstellen wir ihre Tochter, die heißt im Moment noch Hannah, die nennen wir nachher um und sie heißt dann Anna, aber ich dachte, Hannah Hopkins klingt vielleicht doch ein bisschen komisch, dann klingt sie nachher Anna Hopkins. Und ja, sie ist ein Genie, sie ist ein sehr intelligentes Kind und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch ein sehr aufgewecktes, fröhliches, neugieriges Kind ist. Vielleicht geht ihre Mutter mit ihr auch viel in das Stadtmuseum von San Myshuno, wo man ja auch ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Und ja, das könnte ich mir bei ihr vorstellen. Und die Kinder wohnen eben auch in einem kleinen Apartment, müssen sich dementsprechend ein Zimmer teilen. Ich stelle mir vor, dass die beiden vielleicht Zwillinge sind. Ja, Anna und Silas. Ich glaube, Silas nenne ich den Jungen. Aber ich glaube, sie kommen ganz gut damit klar. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht schlimm für die beiden ist, dass sie ja, in einem kleineren Apartment wohnen. Denn ich glaube, dass ihre Mutter, wenn sie Zeit hat, sehr viel mit ihnen rausfährt, vielleicht in den Park oder
ich eben schon gesagt habe, ins Museum. Und Silas hier ist ein Kind, was gerne mit anderen Leuten spricht. Es hat dieses Liebling der Massen als Lebenswunsch. So es, das Kind, aber halt eher. Ja, und ist außerdem ein Hundefreund und deshalb hat diese Familie auch einen Hund. Also man sieht hier schon, dass Emma sehr viel, ja, sich schon sehr viel um ihre Kinder dreht, vielleicht irgendwo. Und es ist halt ein kleiner Hund, weil ich dachte so, selbst wenn man sehr viel mit dem Hund rausgeht in so einem kleinen Apartment, sollte man vielleicht nicht unbedingt einen großen Hund haben. Und bei der Kleidung auch der Kinder fällt schon auf, dass sie häufig einige Sachen mehrfach tragen, also Schuhe und Hosen und so weiter, eben auch, weil es eben keine so reiche Familie sein soll, aber sie sind trotzdem noch irgendwie, wie soll man sagen, ordentlich angezogen irgendwie, wobei das auch in den Sims ein bisschen knifflig ist, gerade bei Kindern das anders zu machen. Hier haben wir jetzt den Hund, der heißt Luzi und ja, der ist, finde ich, sehr goldig. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kinder ganz viel mit diesem Hund spielen und ja, am Wochenende viel mit dem unterwegs sind. Vielleicht sehen wir den auch noch ein paar Mal im Sanmaishuno Park. Und ja, da habe ich ihm noch eine schwarze Foto gegeben. Und genau, hier sind wir schon in den Screenshots. Hier haben wir Emma Hopkins und jetzt kommen ihre beiden Kinder. Anna Hopkins, die ein sehr intelligentes Kind ist, und ihr Bruder Silas Hopkins, der ein sehr soziales Kind ist und Hunde sehr gerne mag. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!